Guten Abend und willkommen, liebe Zuschauer. Hier ist Ihre Lokalzeit und das sind drei Themen bei uns. Feiern auch fernöstlich. Der Japantag in Düsseldorf steht bevor. Die etwas andere WG, Hirngeschädigte teilen ihren Alltag. Und Goldkehlchen auf Tour. Wir begleiten den Hürseler Knabenchor nach England. Sie müssen nicht nur eine außergewöhnliche Stimme haben, sondern auch viel Disziplin und Zeit. Dafür stehen die 30 Jungs des Knabenchors Hösel aber auch im Rampenlicht und touren durch ganz Europa. Zum Beispiel nach England, wo die Ratinger als erste Nicht-Briten mit dem berühmten Oxforder Knabenchor auftreten durften. Drei Konzerte haben sie gegeben, 30 männliche Wesen zwischen 9 und 19 und ein Chorleiter, der die Truppe mit strenger Hand dirigiert. Alle da? Habt ihr alle die Notenmappe? Habt ihr alle die Notenmappe? Nee, du? Naja, wir sind alle noch müde. Jetzt um 6. Na? Thoralf Hildebrand kann sich auf seine Jungs verlassen. Start zur Konzertreise nach England ohne Eltern. Die müssen sich wie so oft im Jahr von ihrem stimmgewaltigen Nachwuchs trennen. Pennen statt Abschiedstränen. Selbst für die Jüngsten, wie den hellwachen Lennart, sind Tourneen der Lohn für 3 bis 4 Proben pro Woche. Reisen sind unter allem sehr schön. Ja. Und es macht, also ich würde nur den Leuten empfehlen, die Spaß am Singen haben, hier reinzukommen. Ohne Spaß am Singen macht es ja auch keinen Sinn. Nee, macht überhaupt keinen Sinn. Also du singst gerne und du reist gerne. Ja. Ich bin ans Reisen gewöhnt, denn meine Mutter kommt ja aus Afrika und dann bin ich da schon sehr, sehr oft hingeflogen. Alle Sommerferien. Freundlich empfängt London die musikalischen Botschafter der Landesregierung. Einsingen fürs erste Konzert in St. Paul's Cathedral. Zur Belohnung für die Chorknaben ein London-Bummel. Immer in Einheitskleidung. So will es der Chef. Alles klar. Sie sind aber pingelig. Ja, sehr, 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 sehr. Muss so ein Knabenchor immer geschniegelt und gebügelt? Nicht immer, nicht immer. Aber es gibt Situationen, wo das ganz wichtig ist, dass so ein Chor an Einheitlichkeit gewöhnt ist. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. 30 Leute müssen im musikalischen Bereich in der gleichen Sekunde das Gleiche machen. Und je besser das klappt, je besser ist ein Chor. Hierauf haben sich die Jungs am meisten gefreut. Treffen in Oxford mit dem berühmten Knabenchor des New Colleges. Vor der Arbeit speisen in Harry Potter Kulisse, dabei erste Kontakte knüpfen und Sprachkenntnisse abklopfen. Hinaus, guten Morgen. Kaffee. Edward Higginbottom, der Chordirektor, auch ein ganz berühmter, bedient seine jungen Gäste persönlich. Und dann der große Auftritt in der Kirche. Noch nie zuvor hat hier ein deutscher Chor singen dürfen. Die Ratinger meistern die Herausforderung mit Bravour. Es war natürlich sehr aufregend, ne? Und es war sehr erhebend, vor allen Dingen dann am Schluss die beiden Chöre zusammen zu dirigieren und einen so einen tollen Klang, da war mir schon klar, das ist eine Sternstunde. Ein letzter Rundgang durchs altehrwürdige Gemäuer. Die jungen Sänger nehmen eine Menge mit, auch fürs Leben. Doch der Preis ist hoch. Wenig Freizeit, hartes Training und immer gut benehmen. Da möchte man gern mehr von sehen, ne? Und das kommt auch. Unsere Kollegen von Hier und Heute begleiten die 30 Knaben und ihren Chorleiter nämlich noch über mehrere Monate. Und die komplette Reportage inklusive des Castings neuer Gesangstalente sehen Sie dann bei uns im WDR Fernsehen im Herbst. Und jetzt sehen Sie, wie das Wetter am Wochenende wird. Heute Nacht halten sich anfangs noch größere Restwolken, die sich jedoch mehr und mehr auflösen.